So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Worker and Resources. Ja, wir sind drin im Spiel. Ich habe ein bisschen was geguckt und zwar, ob wir hier so Rasentextur finden. Falls jemand den Namen dieser Rasentexturen in dem Style hier findet, die man über Rollbahn, Kiesstreifen oder Asphaltstreifen halt setzen könnte, halt in so einem Modus, gerne in die Kommentare, würde mich freuen, weil ich will diese hässliche Fläche eigentlich irgendwie zupflastern. Ich habe ein paar Sachen an Mods runtergeladen und da fällt mir gerade ein, die Rasenflächen habe ich jetzt gar nicht gesehen hier drin. Ich habe noch eine riesige Baseball-Arena gesehen gerade. Ich hatte mir nämlich gerade irgendwo noch Rasenflächen runtergeladen. Ich habe hier nämlich auch so eine Plätze, aber die muss man immer einzeln aneinander setzen und das finde ich halt unpraktisch, nicht? Gerade bei den Größen, selbst wenn ich hier irgendwie Big nehme oder hier Big oder so, da ist es ja trotzdem noch x-mal setzen und da muss man genau Kante an Kante machen, weil wie schon angemerkt wurde, gibt es keine richtige, ja, kein richtiges Bounding Box nicht und ich kann hier auch nicht an den Straßen dann so gut angleichen. Das ist leider ein bisschen blöd. Oh, ich habe einen Zirkus. Wo habe ich den runtergeladen? Ja. Auf jeden Fall hatte ich eigentlich Grünfläche runtergeladen, aber ich sehe sie nicht. Vielleicht ist sie nicht mehr kompatibel und direkt deaktiviert gewesen. Das kann natürlich sein. Ansonsten haben wir ganz viel runtergeladen, neue Sachen. Barocke Kirchen, Monumente, Häuser und so weiter und so fort. Und da können wir dann auf jeden Fall mal ein bisschen was bauen. Jetzt nicht gleich sofort, sondern irgendwann mal. Und das wird hoffentlich ganz gut. Ich kann mal hier über Monumente vielleicht gucken. Vielleicht sehe ich sie da. Aber ich glaube, auch hier sehe ich sie nicht. Ich sehe nur die einzelnen Plätze. Und hier nur das. Ja, keine Ahnung, wo die sind. Haben sich versteckt. Dann halt ohne sie, nicht wahr? Wäre eh zu aufwendig gewesen. Und dann habe ich eben gerade mit Erschreckung aufs Geld geguckt. Wir hatten ja über 3 Millionen und auf einmal haben wir nur noch 2,3 Millionen. Und ich so, wo ist das Geld geblieben? Ja, das Geld ist im Einkauf der Leute geblieben. Das ist einfach weggegangen. Und wenn wir jetzt mal ins letzte Jahr gucken, sieht es eigentlich noch ganz gut aus, nicht? Und dann gucke ich das Jahr davor, 200.000, 200.000. Ich so, hä? Wo soll denn das Geld geblieben sein? Und dann gehe ich auf den 65er, aufs aktuelle Jahr. Kann ich denn hier? Aktuelles Jahr. Und sehe auf einmal minus 967.000 und denke so, what the fuck? Und dann sehe ich hier Einwanderer, 424.000 alleine und... Wir haben den Stoff eingekauft auf Vorrat, nicht? Das Ganze hier ist voll langsam, damit die dann ihren Stoff hier umwandeln können. Da sind auch die ersten Arbeiter drin und der erste Stoff fließt rein. Ja, da ist es auf jeden Fall geblieben. Und wir haben inzwischen 5 Tonnen Kleidung, fast 6 Tonnen Kleidung exportiert für 10.000. Das ist erstmal nicht viel, aber wir haben ja die Ausgaben hoffentlich erstmal im Griff soweit. Und kriegen zusätzlich ja jetzt auch langsam zum Beispiel Kies. Oh, und wir kriegen aber keinen Kies, weil ich noch 2 Bagger hier kaufen muss. Das war ja abgebrannt. Kacke, deswegen produzieren die keinen Kies. Oh. Das ist natürlich übel, dass die mit abgebrannt sind, die beiden Fahrzeuge hier. Bam, bam, bam. Aber ja, gut. Kann ich nicht ändern, nicht wahr? Was dem fehlt, ist auf jeden Fall Treibstoff. Welchen Treibstofflieferanten lassen wir da hinfahren? Ich glaube, ich habe doch einen, der die beiden hier ansteuert. Und ich würde sagen, dann darf derjenige auch noch danach das Ding erstmal ansteuern. Und ja, da bleiben 30. Dann machen wir hier 40. 40, nicht, das sind 60. 80. Feuerwache fährt eh nicht so oft raus. Machen wir es so. Und nur das da.
die schöne neue Übersicht nicht. 1, 2, 3 und dann fährt er hier hinten in 4 und dann fährt er zurück. Das ist, glaube ich, ganz okay so. Vielleicht machen wir hier noch einen Anschluss, damit der Bus nicht so rumfahren muss. Der Bus und auch jetzt das andere Ding müssen ja komplett rumfahren. Andererseits habe ich, glaube ich, hier ein Problem. Da sind nämlich Sachen unter Tage. Das ist blöd. Da hat jemand nicht dran gedacht, dass das so sein könnte. Dann müssen wir mal kurz umplanen, indem wir den Weg hier wegnehmen. Der ist ja eh nicht mehr relevant. Und hier ist zum Beispiel komisch. Hier ist auch krumm und schief. Die müssen wir mal anders machen. Steht meine Berghütte noch? Steht deine Berghütte noch? Das werden wir gleich abchecken, Lightro. Ich hoffe nicht, dass sie einen Tsunami zerstört hat. Aber ich bin froher Dinge und denke mal, die wird noch da sein. Oh. Und angebunden. Und dann haben wir das auch wieder gefixt. Dann kann der Bus nämlich auch deutlich leichter umherfahren, nicht wahr? Wo ist die Route? Hier. Da muss er nicht immer bis hier oben rum. Das heißt, die Leute kommen schneller dahin. Das heißt, die können wahrscheinlich eher einkaufen gehen und meckern nicht. Wir können auch mal gucken. Ohne Job. Keine Probleme. Eine gemeldete Straftat. Ohne Job. Und die hier haben ein bisschen Probleme mit Essen zu bekommen, weil sie anscheinend zu lange Wege haben an alles. Hier kommen sie gar nicht ran, ohne über den Bus zu gehen. Das ist vielleicht mit das Hauptproblem, dass wir die Frequenz der Busse hier erhöhen müssen. Oder vielleicht auch die Busse trennen müssen. Vielleicht sind die überfüllt. Weiß ich jetzt aber nicht. Normalerweise sollte das eigentlich. Ist das ein neues TTS-Plugin? Und nee, das ist kein neues TTS-Plugin. Das ist das Originale. Ich habe nur endlich das Falsche gefixt bekommen. Weil durchaus diese eine Software, und zwar, wie hieß sie? Lumia Stream, die hinten auch die Farben macht, die hat ein eigenes TTS-Plugin auf einmal gehabt mit dem Update. Und das wollte ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie der den TTS-Befehl erkannt hat, aber alleine anscheinend, weil der Befehl TTS hieß, haben sie dann, wenn du TTS ausgelöst hast, diese falsche Stimme reingegeben. Ja. Und der andere Dienst wurde dadurch blockiert. Aber nee, das habe ich gefixt bekommen. Deswegen kommt in den Stream, dann könnt ihr auch TTS nutzen und eure Nachrichten einspielen. Und hier ist noch diese wunderschöne, oder auch das Licht ändern. Und hier ist noch diese wunderschöne Berghütte. Ist es nicht herrlich? Leider sieht er von hier aus nichts, was da hinten bei uns los ist. Tja. Das ist einfach zu weit weg. Aber ich habe den Berg nochmal verschönert generell. Also die Berge sind jetzt alle ein bisschen steiniger geworden. Da hatten wir die Map nochmal überarbeitet, nachdem wir die Staffel neu gestartet haben. Das sieht alles ein bisschen filigraner jetzt aus. Auch hier ist nicht alles nur grün in grün. Da habe ich mir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Mühe gegeben, nicht wahr? Ja, eigentlich müssen wir jetzt erstmal warten, bis sich das so ein bisschen eingependelt hat, ein paar Monate, würde ich sagen. Ich meine, wir haben durchaus Arbeitslose. Wir haben hier Wasser. Wir haben hier Arbeiter drin. Das wird also produziert. Abwasser dürfte auch rausgehen. Wir haben Bruchstein wieder hier drin. Sehr gut. Bruchstein ist voll, aber das müssen wir nicht zwischenlagern. Das passt schon. Zwei Bagger, die reichen genau für das große Ding. Das haben wir schon mal ausprobiert. Hier sind jetzt natürlich keine Arbeiter gerade drin, aber jetzt haben wir schon 328 Tonnen Kies. Bedeutet was? Wir können die Bauämter... Was nehmen wir? Bauämter kriegen die linke Seite, nicht? Ja. Mal die linke Seite für die Bauämter nutzen, dass die da den Kies holen können. Dann kannst du in der Wartezeit ja Geotastik spielen.
Geotastic nur am Wochenende. So. Und dann sind die wunderbar beschäftigt und holen den Kies nämlich von da hinten raus. Wunderbar. Das machen wir auch mit denen. Oh, die kriegen noch keinen. Oh, die kriegen noch gar keinen Treibstoff hier hinten. Oh, das ist ein Problem. Oh shit, das ist langsam. Sowas hättet ihr mir mal sagen müssen. Ihr müsst doch aufpassen. Komm in die Gruppe. GEMAPD 90 ist verrückt und ist im vierten Monat Support dabei. Muss sein. Support muss sein. Okay, da ist noch irgendein TTS doppelt. Interessant. Support muss sein. So ist es. Warum das da doppelt ist, weiß ich nicht. Danke für den Sub im vierten Monat. Aber ja, Geotastic immer am Wochenende und demnächst auch neue Folgen auf den YouTube-Kanal, die wir schon gespielt haben. Gerade am Wochenende haben wir ja drei Runden gemacht, die in sehr langen Sitzungen geendet haben. Aber dann muss ich nochmal gucken, warum der doppelt war. Doppelt. Ja. Doppelt. Und ich finde auch, die Stimme knackst ein bisschen vom TTS, vom Monster-TTS. Ist kein guter Dienst. Ich mag den nicht so. Man hat auch keine doppelt. Übersicht. Doppelt, doppelt. Aber das war doppelt angegeben. No. GEMAPD 90 ist verrückt und ist im vierten Monat dabei. Support muss sein. Und jetzt kommt's ganz klar und sauber. Und das habe ich noch nicht herausgefunden, wo das herkommt, weil so soll es sich eigentlich anhören. Also es wird irgendwie einmal abgespielt als Text, der nicht gut ist. Dann kommt das einmal nur, als die Nachricht wird vorgelesen. Und dann ein paar Minuten später kommt das korrekt. Und ich habe nur einen TTS-Dienst am Laufen. Also scheint der die Probleme zu machen. Weil wenn ich den deaktiviere, dann kommt es nur aus dem raus. Ich sehe es nämlich über die Audioquellen, woher das kommt. Was jetzt komisch ist, doppelt wird zum Beispiel nicht doppelt doppelt in mehrere Minuten vorgelesen. Das heißt, das muss irgendwas mit den Event zu tun haben. Es kann durchaus sein, dass Stream-Elements an dem Chat hängt, das Event kriegt, das gesubbt wurde, das an Monster-TTS sendet, der die TTS ausspielt, dann selber nochmal checkt, dass das Event stattgefunden hat und dann das TTS einspielt. Zum zweiten Mal. Das wird nämlich genau passieren. Und das TTS selber kommt nochmal von Stream Elements oder einem anderen Dienst, der auch an diesen Sachen hängt, den ich irgendwann mal aktiviert habe. Zum Beispiel dem Mobot. Könnte sein, der Mobot hat TTS. Aber frag mich nicht, wo das alles genau herkommt. Das ist historisch gewachsen, wie man in der Softwareentwicklung so schön sagt. Okay, aber die brauchen da hinten... Oh, die kriegen ja auch gar keinen Treibstoff. Sag mal, ihr erinnert mich auch an gar nichts mehr hier, oder? Chat. Nur am Subben, TTS machen, Lichter einstellen und den armen Streamer alleine lassen. Er ist doof und vergisst die einfachsten Sachen dafür. Doppelt, doppelt, Pilt. Das klingt was wie Pillen. So, dann nehmen wir aber einen großen. Aber einer dürfte reichen. Und jetzt kommt es aber nicht nochmal, nicht? Weil es kein Event ist. Das heißt halt, die Events werden nochmal von irgendeinem Dienst doppelt, dreifach gespiegelt. Wir wollen hier auf jeden Fall beladen uns mit Treibstoff und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, was ist 100 durch 12? So, wir gehen erstmal überall auf Entladen. 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 Schöne Manufakturarbeit. So, und dann 8%. 8. Wartet mal, bevor ich das eintrage. 8, 16, 24, 32,
40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96. Oh. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 1%. Also eigentlich 8,5, nicht? Dann machen wir alle 8 und gucken mal. Mach einfach 8, ja. Ist eigentlich schon viel zu wenig, aber die laufen ja nach und nach voll, nicht? Das ist nur, wenn ich jetzt viel bauen würde, dann wäre das relevant. Aber das geht auch nochmal aufs Geld, diesen Vorrat anzulegen. Ich glaube, wir werden pleite gehen mit dieser Stadt. Ich sag, wie es ist. Wir haben zu, obwohl wir eine Industrie haben, das könnte uns retten, indem wir mehr Arbeiter kriegen. Das heißt, ein paar Wohnhäuser sollten wir bauen und der letzte kriegt einfach 9. So. Und dann sollte das passen. Muss ich nur warten, bis er hier ist und dann muss ich sagen, starten. Sehr gut. Und dann macht er das. Eigentlich liegen die auch so weit auseinander, dass ich da zwei einzelne Trucks bräuchte. Aber jetzt nicht am Anfang. Wir wollen ja sparen. Was bedeutet Prime Gaming? Prime Gaming ist einfach ein Dienst von Amazon, mit dem man dann auch kostenlos subben kann, wobei das Subben nur mehr kostenfrei ist. Was braucht am meisten? Ja gut, die brauchen ja alle gleich viel. Es sind ja alles Baubüros. Also ich bin eigentlich immer so, dass ich nur eine Gebäudeart mit einem Versorgungstruck versorge und das selten mische. Also jetzt hier am Anfang mische ich, aber später nicht. Alle Innenstadtgebäude kriegen eigenes, alle Tankstellen kriegen eigenes, alle Baubüros kriegen eigenes, sodass das gar nicht sich irgendwie überkreuzen kann. Weil es nur zu Problemen führt. So, Kleidung läuft. Wir exportieren für 17.000. Ist schon nicht so schlecht. Aber wir importieren halt auch noch sehr viel. Und wir produzieren halt noch nicht so viel. Und was wir unbedingt brauchen, eine Straftat wurde nicht gemeldet, nicht? Das macht mir eigentlich am meisten Sorgen. Deswegen kümmern wir uns da jetzt mal als allererstes drum und gehen auf Polizeirevier. Die Frage ist ein kleines. Ich habe Erfahrung gemacht, dass die kleinen nicht ausreichen. Ich habe noch ein ganz großes. Aber das wäre zu groß, aber würde hier natürlich super hinpassen. Aber 217 Tonnen Ziegel. Ah, es ist aber nur Ziegel und 26 Tonnen Stahl. 113 Tonnen Bretter. Eigentlich ist es günstig. Komm, dann bauen wir hier lieber so einen am Sportplatz nicht. Das ist so ein eigener Block. Das sieht doch gut aus. Ja, und die kriegen auch hinten eine eigene Einfahrt. Oder machen wir die so rum? Ey, das muss schon... Muss schon hier in dem Block so gucken, nicht? Weil hier wird ja eher Stadtgebiet. Und wenn wir den Weg drumherum machen... Auf der Seite haben wir ja keinen Weg mehr, oder? Den haben wir ja gesagt, hier nicht. Das heißt, da könnten wir... Oder wir fangen wieder an hier mit dem Weg. Die Straße hier ist nicht gerade. Die müssen wir nochmal neu machen. Wir hatten die gebaut von euch. Wer war da so betrunken? Eieieiei. Das hat gewisse Vorteile, zum Beispiel einmal im Monat einen Free-Sub für den Streamer deiner Wahl und eine gewisse Gaming-Sache von Twitch. Wie gesagt, es ist mehr kostenfrei, weil du eh schon damit bezahlst. Das ist der offizielle Begriff, den man benutzen muss, wenn man Streamer ist. Weil es ist nicht gratis. Ihr zahlt ja dafür. Ihr nutzt nur einen Teil von dem, was ihr eh eventuell schon bezahlt, dann mit. Und deswegen nennt man das mehr kostenfrei. Ah ja, Wirtschaft, nicht wahr? Hat immer ihre eigenen Begriffe.
Oh, hier ist blöd. Wir kommen mit... Oh, wir kommen hier nicht mit der Straße durch. Weil da das Ding ist. Oh. Okay, dann müssen wir das hier nochmal neu setzen. Nachdem wir die Straße hier irgendwie haben. Okay, dann kriegen die Straße nur von hier. Und gar nicht da drüben hin. Das ist vielleicht eh viel besser. Dann machen wir es so rum. So vielleicht. Oh, oh, oh. Und ran da. Hab ja nicht gesagt, dass gratis ist. Gewisse Vorteile, ja, kann man halt auch sagen. Ich glaube, 8,3 hätte ich gar nicht eingeben können, nicht wahr? Was für Gaming-Sachen? Oh, ich glaube, du hast so ein paar Vorteile in manchen Spielen. Dann durchaus... Okay, wir müssen das hier ein bisschen nochmal wegmachen. Zum Beispiel irgendwelche Smite-Götter oder irgendwelche Fortnite-Sachen kriegt man da manchmal mit. Was gibt's noch? Also eher so ein Kiki, den 90% der Menschen gar nicht brauchen. Deswegen ist es für mich zum Beispiel ein sehr unattraktives Angebot, leider. Ich finde die Idee dahinter eigentlich sehr interessant, aber solche Sachen brauche ich halt einfach nicht. Und ich finde immer negativ, ich fühle mich immer so bei so Sachen, ich bezahle etwas, was ich gar nicht haben möchte, mit. Und dann will ich es lieber gar nicht haben. So, hier ist ganz gut, weil wir das hier als Linie hatten. Das hilft natürlich. Können wir das nämlich gerade bauen. So, Polizei nach links und rechts weg. Ah, das ist blöd. Sieht nicht gut aus. Müssen wir nochmal ran. Wir könnten das ja so machen und dann... Ah, das kriegt er nicht hin. Das wäre ja cool, wenn er das könnte. So. Und natürlich seitlich wollen wir ja auch wieder einen Weg haben. Jetzt ist die Frage, wir können nur da den Weg haben. Wie wir das hier gut unterbringen. Eigentlich wäre es gut, wenn das... Ah. So ist. Genau. Jetzt haben wir auf der Seite wahrscheinlich das gleiche Problem. So, von wo kommt denn hier? Hier hört der auf. An der Schule haben wir gesagt, kein. Hier könnten wir wieder mit dem Weg anfangen. Der direkt von der Bushaltestelle kommt. Ah, diese Millimeter-Versätze. Damit wäre ich wirklich nicht warm. Mache mich irgendwie irre. Ich hatte mal früher Amazon Prime wegen dem Film, da war es auch noch günstig, 29 Euro pro Jahr oder so, aber seit ich Netflix habe und Prime immer teurer wurde, habe ich jetzt gekündigt. Nervig, aber okay. Naja, und hallo XQC Gas, willkommen, willkommen. Also ich muss sagen, generell, die ganzen Streaming-Dienste haben ja angefangen, jetzt Werbung vor den Serien zu machen, auch im Abo-Modus. Und das ist ein No-Go. Da müsst ihr sofort kündigen. Das müssen sie einfach merken. Das können sie mit den Amerikanern machen, wenn das ein amerikanisches Modell ist und das da seit Jahrzehnten funktioniert. Bitte lasst euch verarschen, Amerikaner. Aber als Europäer sollte man noch so clever im Kopf sein, dass man die Scheiße kündigt, weil so wichtig kann einem keine Serie sein, dass man sich quasi, ja, fast schon... eigentlich verarschen und betrügen lässt. Oh, hier wohnt ja keiner, also wäre es eigentlich egal. Polizei aber noch darüber. Ah, hier müssen wir wieder so machen, dass gerade wird. Moment.
Solange es die Masse zahlt, ja. ZDM-Lieferung gibt es auch nicht mehr bei Amazon. So ist es. Wie alt bist du? Das ist geheim. Das wird auch geheim bleiben. Im Zweifel bin ich 12. Das ist mein geistiges, gefühltes Alter. Und vom Körper her bin ich 80. Das ist mein gefühlter körperlicher Schmerz. Okay, wir könnten hier sagen. Ist auch ein bisschen blöd. Ah, Mann. Also ich finde, das ist super belastend, dass die Dinge einfach nicht gerade werden. Ich hoffe, das. Ja, guck mal, das sieht doch ein bisschen besser aus. Kommen die da auch rüber? Es muss ja nicht mal perfekt sein. Ach, sowas ist halt. Ja, manchmal ist es halt nicht anders möglich. Aber so an der Polizeiwache oder so, da kann das eigentlich schon mal ganz gut aussehen, wenn man es so macht. Oh. Dann können wir hier vor Ort noch so ein bisschen Parkanlagen und sowas bauen. Da muss nicht mal eine Straße hinkommen. Da können wir uns ein bisschen Platz lassen. Weil die haben ja von hinten aus den Ausgang. Okay, dann hätten wir eine Polizei. Und bist du noch am Müllplatz angeschlossen? Nee, du hast gar keinen Müllplatz, nicht? Das ist ein Problem. Das war am Müll angeschlossen. Das ist am Müll angeschlossen. Das heißt, die Sachen hier sind nicht am Müll angeschlossen. Das heißt, wir müssen noch einen Müllplatz vorsehen. Nicht unter 13 sagen. Ja, das stimmt. Aber man sieht ja, glaube ich, wie alt jemand ist. Obwohl, es wurden schon 60-Jährige nach ihrem Ausweis in Amerika gefragt, als sie sich ein Bier kaufen wollten, nicht? Ach ja. Ah, die hat zu viel Abstand. Die Schule wäre nicht mehr drin. Weil die da erst den Eingang hat. Und wer hier hinter ist vielleicht ganz gut an der Bushaltestelle. Da stört's, glaube ich, keinen. Oh. So. So rum vielleicht. Das wäre hiermit angeschlossen. Nix. Warum nicht? Weil hier kein Weg rüber ist. Oh, das ist ein Problem. Gut, dass wir das gesehen haben. Hier fehlt ein Weg irgendwie rüber. Und wir kommen da nicht ran. Ah. Na. Okay, ist zwar nicht schön. Aber jetzt kommt man nämlich von hier rüber, da hinten hin. Das sind so manchmal die Sachen, wo man nicht sind die TTS-Nachrichten in der YouTube-Aufnahme hörbar? Natürlich sind die da hörbar. Weil ich keine besondere YouTube-Aufnahme mache, nicht? Ich nehme ja einfach nebenbei auf. Weil früher habe ich einfach die Streams hochgeladen von 18 Stunden. Okay. Aber jetzt müsste das mit dem Müllplatz hier... Ja, guckt, jetzt funktioniert das. Der geht zur Schule, der geht überall hin und zur Polizei. Wunderbar. Dann kann der hier nämlich auch noch hin. Dann haben wir eine Polizei, dann haben wir das hier. Dann brauchen wir eigentlich einen ganz kleinen Laden hier. Den müssen wir auch beliefern. Am besten nur ein Lebensmittelmarkt. Den Rest können die sich so holen. Irgendwo. Und da würden die auch fußläufig nämlich rankommen. Das ist sehr, sehr gut. Dann machen wir das doch mal.
So. Und hier hinter kommt noch ein Wohngebäude hin. Oder zwei. Du beschwerst dich bei anderem Spiel, dass alles viereckig ist und hier beschwerst du dich, dass es nicht gerade ist. Was willst du denn? Naja, es ist, wie sagten die Amerikaner zur Prohibition, es geht nicht darum, Alkohol zu trinken, sondern immer darum, Alkohol trinken zu können, wenn sie es wollen. Und das ist ein sehr guter Leitspruch, den du auf alles anwenden kannst. Es geht nicht darum, gerade zu bauen, sondern dann gerade bauen zu können, wenn ich es will. Und es geht nicht darum, schief bauen zu können, sondern darum, schief bauen zu können, wenn ich es will. Wenn ich aber weder gerade noch schief bauen kann, dann ist beides blöd. Aber ja, bei Amazon, also nochmal um auf die Werbesachen zurückzukommen, ich finde auch die Eigenwerbung zwischendurch mega nervig. Weil ich muss gestehen, wenn ich gerade eine Serie einschalte, dann werde ich kaum umschalten, weil er mir eine Serie vorschlägt. Ich finde das maximal bescheuert vom Ideenkonzept her. Hey, du willst gerade deine Lieblingsserie gucken, aber vielleicht willst du erstmal den Trailer von einer anderen Serie gucken, die wir viel besser finden, die dir gefallen könnte, obwohl sie nur 2% Übereinstimmung mit deinem Geschmack hat. Was sagst du? Nein, danke, bitte nicht. Ich habe inzwischen den Trick herausgefunden, meistens muss man einfach machen, nochmal abbrechen, nochmal neu starten, dann überspringt er die Werbung. Es war auch nervig, aber wenigstens muss ich denn den scheiß Trailer von irgendeiner Serie, die mich eh nicht interessiert, angucken. Das ist zum Beispiel bei Wow so. Ja, aber ansonsten, also ich persönlich besitze gar kein Abo mehr. Außer Spotify. Das ist das Einzige. Weil ich das wirklich aktiv nutze. Alles andere kannst du in die Tonne treten. Und ich habe eh keine Zeit, um sowas zu gucken. Von daher ist es für mich auch nicht großartig relevant. So, die kommt zur Schule, Kindergarten und pipapo. Ich würde sagen, das sollte reichen, oder? Ich muss auch gestehen, es ist mir ein bisschen zu gerade geworden diesmal. Aber nun mal ist es so, wie es ist. Die ist zum Beispiel krumm und schief gerade. Nee. Ja, guck mal. So, hier kommen wir nicht besser ran, das ist okay. Ja, ich glaube, ich höre da auch auf, dass es alles wirklich so starr gerade sein muss. Weil ich wollte halt so eine ordentliche Innenstadt und außen eigentlich krumm und schief bauen, aber habe ich jetzt auch wieder nicht gemacht, nicht wahr? Und warum machen die dem Film... Und warum machen die Firmen das? Naja, erstens bringt das Geld und zweitens ist es besser, als den Abo-Preis zu erhöhen. Ah. Aber es nervt trotzdem. Also mich nervt es noch mehr als Werbung. Also zum Beispiel, welche Werbung ich vollkommen okay finde, ist zwischen den Shorts, zum Beispiel bei YouTube, dass da Werbung kommt, die ich wegwischen kann. Da können die so viel Werbung machen, wie die wollen. Das interessiert mich zum Beispiel nicht. Das geht halt easy peasy, nicht? Das einfach zu wegzumachen. So, ich weiß, es interessiert mich nicht, also kann ich es wegmachen. Aber klar weiß ich, dass Werbung wichtig ist. Oder auch bei den Instagram-Shorts. Auch okay, nicht? Dass da irgendwie, weiß ich nicht was, Intel-Werbung kommt oder sonst was für Werbung. Alles legitim, solange ich es wegmachen kann. Aber du darfst die Werbung ja heutzutage nicht mehr überspringen. Und dann im Abo die Werbung nicht mehr überspringen zu können. Und da hört es halt für mich auf. Als Free-User, okay, sage ich so... Gut, darf ich mich ja nicht beschweren unter Umständen. Aber als bezahlender Kunde, ich meine, da hackt's doch wirklich. Okay, jetzt haben wir's.
Werbung besser einbinden. Direkt am Anfang, dafür nie mittendrin. Ja. Aber selbst dann im Bezahlabo? Nein. Dann macht das Abo teurer oder hört auf zu existieren. Vielleicht ist auch das Geschäftsmodell von Abo-Diensten vielleicht einfach der falsche Weg. Früher haben die Firmen, oh Wunder, mit Bezahlsachen einfach ein Heidengeld gemacht und haben auch wunderbar überlebt. Heutzutage in den Abo-Diensten und ständig meckern alle, alles wird so teuer, wir können Abo erhöhen, wir können nicht 2 Cent. Einfach nur, weil irgendein Manager oben 3% mehr Gehalt will, was gleich 80 Millionen sind, was du in 500 Millionen Kundenstunden umwandeln könntest, die dann gratis wären. Also, das ist so ein Quatsch. Nur weil irgendwo jemand halt den 18. Ferrari braucht oder alles für irgendwelche illegalen Sachen ausgibt im Stripclub, da braucht der Abo-Preis nicht erhöht werden. Deswegen liebe ich Indie-Spiele, nicht wahr? Cool, wenn das bei YouTube hörbar ist, Alexa, bestelle den Artikel mit der AS 1056L72 9D17 2000 mal. Hi Siri, überweise 5000 Euro auf UBR Ende 08 15 47 11 01 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, Google, abonniere YouTube Premium für 240 Monate. Du lachst? Es gibt eine Streamerin, die haben wir auch schon öfter geradet. Hallo Alexa heißt die. Die hat sich extra so genannt, weil sie früher den Gag immer gemacht hat. Weil wenn jemand gesagt hat, Alexa, und irgendwann hat irgendjemand mal gesagt, Alexa, bla bla bla, und dann haben wirklich von den Leuten die Alexa-Dinger halt angesprungen. Und ich glaube, da gibt es sogar ein paar Clips, dass auch große Streamer halt das dann aufgegriffen haben und im Stream halt sowas gesagt haben. Und dann durchaus bei Leuten zum Beispiel irgendwelche Sexpuppen bestellt wurden. Hier ist ein Knick drin, aber den kriege ich nicht mehr raus. Ja, ist halt so. Also, das kennt man. Definitiv. Wer seine Alexa halt noch auf das Codewort Alexa hören lässt und nicht ein personalisiertes Buzzword, tja, da ist eh dann verloren. Insofern, wer setzt überhaupt noch Alexa und Siri und Sprachsteuerung ein? Also ich bin da gar kein Fan von. Der Müllplatz ist fertig und schon voll. Eieieiei. Okay, er war dringend nötig. Aber wir haben auch noch keine richtige Müllabfuhr, nicht? Und wir wollen keine Bürger bekommen hier, bitte. Weil die sind voll, dann können nämlich die Kinder über 21 ausziehen und das sind 47 nämlich schon. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ziegelbretter Stahl fehlen noch. Ja, die müssen jetzt angeliefert werden. Das wird auf jeden Fall ein teurer Spaß für die erste Bauphase. Aber da haben wir, glaube ich, genug Baufahrzeuge. So, was macht denn der Export? Letzten Monat nur für 5000 exportiert. Was war da los? Ach so, die gehen alle hier zur Baustelle, nicht? Ha, die gehen nicht arbeiten, sondern zur Baustelle. Oh, da müssen wir aufpassen. Naja, die gehen nämlich auch nicht zum Wasser. Und da gibt es nämlich den Trick. Es gibt hier neben diesen Dingen... Einmal kann man das global einstellen, aber hier gibt es... Erlaube Arbeiter außerhalb der Bauämter 100... wo kommt man den Wert einstellen? Irgendwo kommt man den Wert einstellen. Zu Fuß. Okay, zugewiesene Bauämter. Wo ging das? Ging das über die Bauämter? Nee. Okay, wir können es ja hier machen. Und zwar gehen wir hier mal auf... Wir erlauben 5.
jetzt immer noch auf 100. Weil das zieht gerade die Arbeiter weg. So habe ich mir nämlich schon mal eine Stadt versaut. Bau unterbrechen. Bau unterbrechen. Früher war das nicht eine... Oh, das ist jetzt ganz übel. Ah, hier drüber ging das. Oh, stimmt. Okay. Da drüber ging das. Ne, dann hier keine. Oh Mann, das hätte ja fast zum Problem geführt, nicht wahr? Ja, war echt versteckt, dachte auch beim Bauamt. Aber das geht nur vorher, kannst du es beim Bauamt festlegen oder hier unten drüber. Hier drüber. Aber wenn du gebaut hast, musst du es über diesen doofen Button machen. Oh, da muss man erstmal wieder drauf kommen. Das sind die kleinen Momente, wo man sich echt alles versauen kann, wenn man nicht aufpasst. Gerade am Anfang. Und deshalb habe ich keine Alexa. Ja, besser ist es auch. Oh Mann. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass die ganze Werbung, was die schalten, bringt kein Geld. Bringt's auch nicht. Also, geht mal in euch. Habt ihr schon mal irgendwas im Fernsehen gesehen und dachtet so, ich kaufe das sofort? Oder standet ihr im Supermarkt und habt dann überlegt, oh, das habe ich in der Werbung gesehen, deswegen greife ich deswegen zu. Ich glaube, die Taktiken, die im Supermarkt angewandt werden, nicht? Sachen in der Mitte greife ich eher als die unten. Das hat viel, 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 viel mehr Einfluss. Oder zum Beispiel steht Corny bei den Schokoriegeln, aber die Eigenmarke steht irgendwo in einem kleinen Regal nur in der Ecke von Riegeln, in einer ganz anderen Ecke, wo man es nicht erwartet. Und deswegen holst du es nie. Obwohl es das gleiche Produkt ist, aus der gleichen Fabrik. Nur ein bisschen schlechtere Qualität an den Zutaten vielleicht, weil die dann 2 Cent günstiger sind. Deswegen verkaufen sie es 80 Cent günstiger am Ende. Nicht so oft Qualitätskontrolle vielleicht oder irgendwas. Der Riegel ist manchmal ein bisschen schiefer. Wow, ist ja auch so wichtig. Und du holst es halt nicht, weil du es nicht findest. Aber du holst es doch nicht, weil in der Werbung Corny, die beste Corny aller Zeiten. Also ich weiß gar nicht, ob Corny Werbung macht. Ich gucke kein Fernsehen, aber... Das ist das Einzige, wo ich weiß, dass ich immer die anderen Riegel suche, weil ich genau weiß, die gibt es, aber die sind irgendwo immer versteckt in dem Laden. Sowas macht viel mehr Sinn, ja. Genau das denke ich mir bei jeder Werbung. Oder auch bei Serien. Nur weil ich jetzt einen Trailer sehe, denke ich mir doch nicht, oh, da habe ich jetzt Lust drauf. Meistens ist es eher so, ich sehe einen Trailer und denke mir so, die Scheiße brauche ich mir nicht angucken oder, ah, jetzt habe ich alles gesehen. Da brauche ich jetzt nicht mehr reingucken. Also, die verraten doch heutzutage in Trailern und allen so viel. Da kommt eine neue Serie, die ist schon abgedreht in 2 Staffeln und die zeigen dir von Staffel 2 den Täter gleich in den ersten 20 Sekunden. Und dann weißt du so, du guckst die Serie und weißt so, ah, er ist doch der Täter. Okay, also, wo ist der Witz? Aha, Trailer hat alles verraten. Toll gemacht. Huhuhu. Hä? Also, ich bin zu alt für diese Welt. Definitiv. Das ist wahrscheinlich wegen der 30 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne, dass die meisten Leute das sofort wieder vergessen haben, wer der Täter war. Und das einfach als coole Serie dann abtun. Aber ich merke mir sowas und ich kann sowas dann nicht mehr gucken. Ich langweile mich dann einfach zu Tode. Also auch bei Filmen, wenn die... Filme haben so einen linearen Strang. Wenn ich einen Actionfilm-Trailer sehe, weiß ich sofort, wie der ausgehen wird am Ende, wenn ich die ersten 10 Sekunden sehe. Das ist selten eine überraschende Wendung. Oh, der Bösewicht jagt doch die Welt in die Luft. Wie oft ich schon was genommen habe, weil es genau vor mir ist. Ja, das ist halt. Das ist wirklich der Faktor einfach. Du bist halt eher... Also dieses psychologische Blabla haben, glaube ich, Menschen erfunden, um Marketing einzuführen, um dann ihren Job clever erhalten zu können, indem sie nicht viel machen müssen, außer bla bla bla, mit coolen Worten um sich schmeißen, Synergien von Produkten, AI. Aber im Endeffekt wirst du niemanden erreichen, der nicht erreicht werden will. Wenn du jemanden erreichst, erreichst du ihn nur, weil er eh erreicht werden wollte oder schon erreicht wurde.
So, weil er selber darauf gekommen ist. Also du wirst kaum jemanden von etwas überzeugen, weil er es nicht selber will. Also hoffe ich zumindest, dass die Menschen so intelligent heutzutage sind. Weil sonst würden die alle einfach auf der Couch liegen und warten, dass eine Werbung kommt. Atmen. Oh ja, atmen. Oh, das ist gut. Dann würden ja Babys sofort sterben. Also, das ist ja Quatsch. Man kann schon selber denken heutzutage und wissen, was einem gut tut. Kinder sind vielleicht stark beeinflussbar von Werbung, von Spielzeug, nicht? Und ich glaube, viele Erwachsene kommen vielleicht nicht aus diesem Kinderbeeinflussungsalter raus. Das könnte natürlich sein. Ich habe heute Erdbeeren gekauft, weil die den Tisch direkt am Eingang in den Weg gestellt haben, so dass man drum herumlaufen musste, wenn man nicht darüber stolpern wollte. Ja, genau, das funktioniert ganz gut. Nicht? Man sieht was Frisches, oh, das kann ich ja noch holen. Was ich ganz schlimm finde, ist, wenn an diesen Ständen denn immer kein Preis dran steht. Dann kaufe ich es auch ganz oft nicht. Also, nie. Also auch beim Markt, nicht? Wenn ich auf den Markt gehe und da sind 8 Stände und 7 davon haben keinen Preis, dann kaufe ich es, egal wie viel es kostet, bei dem, der einen Preis dran stehen hat, einfach weil er transparenter ist. Ich gehe nicht erst hin und frage, nachdem ich 30 Minuten in der Schlange stand, wie teuer denn die Erdbeeren sind. Aber die meisten Leute kaufen einfach, und da hatte ich schon mal eine, da habe ich nämlich geguckt, was das kostet, habe es nicht gesehen, und dann sie, 30 Euro? Wofür denn das? Für die paar Sachen? Ja, weil die Preise nicht dran stehen. Ja, dann kauf da doch nicht. Also wie dumm bin ich denn als Kunde? Also, tja. Angebot angefragt, akzeptiert durch Händler, du Zahlungspflicht. Bam, Pech. Deswegen vorher erkundigen nach Preisen oder nicht kaufen. Mehr könnt ihr nicht machen. Der Preis war 1 Euro günstiger als letzte Woche. Noch zu den Erdbeeren. Ich war vor 4 Wochen hier auf dem Markt oder 5 Wochen inzwischen, wo die Erdbeersaison angefangen hat. Da hat eine Schale Erdbeeren 3,50 gekostet. Die waren super. Eine Woche später, gleicher Stand, Erdbeeren 5,50 Euro. Die gleichen Erdbeeren, wahrscheinlich aus der gleichen Pflückwoche. Ja, also, habe ich denn natürlich nicht mehr geholt. Aber jetzt werden sie natürlich wieder günstiger, weil sie auch schlechter wären. Das beste Beispiel ist bei mir Nudeln. Barilla immer so Augenhöhe und ein fast komplettes Regal voll. Es gibt günstigere Nudeln, die weit unten sind, aber ich habe immer zu Barillo gegriffen. Da muss ich sagen, da bin ich von abgekommen, weil Weizennudeln einfach auf den Magen schlagen. Wir kaufen eigentlich nur noch Dinkelnudeln aus dem Biomarkt. Das ist wesentlich bekömmlicher und macht satter. Die Weizennudeln, gerade von Barilla, haben wir so viele rumstehen, weil ich die auch früher mal beim Penny im Angebot geholt habe, wenn die Riesenpackung hatten. Die sind wahrscheinlich alle inzwischen schlecht geworden, leider. Aber so als Notfall hat man sie halt noch aufgehoben. Aber tja, dann auch irgendwie nicht mehr gegessen. So, ich würde sagen, die erste Folge ist um. Wir haben schön gequatscht. Wir haben nichts erreicht, außer gesehen, dass unser Geld runterrast. Wir haben sogar für 195 Euro Minus exportiert. Okay, das gucken wir uns jetzt noch an. Warum haben wir Minus beim Export? Weil wir Sondermüll exportiert haben. Und gemischten Müll. Eieieiei. Gut. Aber es sind keine Preise, nicht? Also wenn ich mir hier den Export am Müll angucke, das ist halt nicht wirklich wichtig. Wartet, letzten Monat. Sondermüll. Minus 152. Also 200 pro Monat geben wir an Sondermüll aus. Das ist noch okay. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis gleich.